Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, ist, wir machen Fragments. Fragments sind ziemlich cooler Scheiß, denn wir haben hier die Möglichkeit, also ich habe eine neue Activity erstellt, wie, oder ein neues Projekt erstellt, wie ihr sehen könnt. Ein Fragment ist dazu da, wir haben auf mehreren Activities, die ja bekanntlich mehrere Screens darstellen, haben wir vielleicht ein und dasselbe, was immer wieder auftritt. So, und jetzt haben wir hier vielleicht überall so einen Button, auf den wir draufklicken können. Der macht überall dieselbe Funktionalität und wir wollen den aber nicht jedes Mal schreiben. Wenn wir den dann ändern müssen, dann müssen wir den überall ändern und so weiter und so fort. Und ein Fragment kann man jetzt auf jede Seite einfügen und das wird dann halt immer so gelinkt. Genau. Ja, und wenn ich jetzt so ein Fragment erstelle, dann kann ich auch dort, wo ich das erstelle, wie in dieser XML-Datei hier, kann ich das die ganze Zeit ändern und das wird dann auf allen anderen Displays, also auf allen anderen Activities, wird automatisch angepasst. Ziemlich cool. Vor allem kann ich davon auch mehrere haben. Ich kann natürlich auch hier Größe und so weiter ändern und von diesen Fragments alles Mögliche hier drin auch noch ändern. Ich zeige euch das aber alles gleich. So, was wir machen ist, wir machen einen Rechtsklick auf Layout, dann machen wir hier New, dann gehen wir zu XML. Oder wir gehen auch einfach direkt auf Layout Resource File. Ja, und dann, wie nennen wir es denn? Hier was mit Fragment. Und machen einfach OK. So, und jetzt haben wir hier ein komplett leeres Layout, das hier ein quasi neues Layout darstellt. Ja, und wir ziehen jetzt unseren Button hier rein und setzen den einfach mal nach oben. So, ich habe hier sogar noch ein Linear Layout. Das muss nicht unbedingt sein, aber ja, das kann man durchaus vielleicht mal lassen. Wobei, wenn wir das Relative Layout da drüber ziehen und dann diesen Button diesem Relative Layout zuordnen, dann können wir hier besser damit rumspielen. Weil bei dem Linear Layout kann man nur von oben machen. Ich finde das nicht so cool. Hätten wir auch direkt mit dem Linear Layout machen können. Ich zeige euch gerade kurz wie. Also wir gehen hier wieder rein und dann sagen wir hier einfach, wir wollen ein Relative Layout haben. Hätten wir direkt machen können, haben wir aber nicht, beziehungsweise ich habe es nicht, ihr schon wahrscheinlich. So, und dieser New Button, der nervt mich gerade noch ein bisschen. Der sollte nicht unbedingt New Button nennen. Merkt euch, die ID ist Button. Wobei eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Click me. So, und ja, jetzt haben wir schon quasi das Fragment hier fertig. Jetzt müssen wir in die Java-Dateien gehen. Fragments steht hier bloß, weil ich dieses Projekt Fragments genannt habe, also nicht irgendwie erschrecken oder so, bitte. So, hier machen wir dann New. Upsala. Android Resource File und nein, natürlich nicht Android Resource File, die haben wir doch schon. Wir machen New Java Class. Hier haben wir es. So, und hier haben wir natürlich die ganzen Möglichkeiten. Oh, Singletons, die sind neu. Okay. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, einfach unsere Klasse zu erstellen. Ich würde mal sagen, wir nennen sie einfach mal Fragment Button. Fragment oder Fragments oder sowas, da muss man immer vorsichtig sein. Es kann gut sein, dass die schon existieren, deswegen einfach mal irgendwas Spaßiges kreieren. Ja, hier haben wir so ein schönes Kommentar, das brauchen wir nicht. Gut. Okay, so, jetzt müssen wir ein paar Sachen importieren, aber ich habe die Vermutung, dass wir das automatisch importieren können. Deswegen gehen wir hier einfach mal auf Extends. So, ein Fragment wird logischerweise die Klasse Fragment extenden müssen. Und automatisch wird es importiert. Sehr nett. So, hier muss man allerdings trotzdem noch Import Android. Ja. Du weißt doch, was ich will. Android.os.bundle. Bundle. Semikolon. So. Dann brauchen wir Import Android.support. Annotation Punkt Nullable, die werden wir für die Methode nachher brauchen. Und wir brauchen Import Android Support V4 App Fragment. Ja, das beißt sich jetzt mit dem hier ein bisschen.
Das kann man beides nehmen. Ich nehme normalerweise eigentlich immer die Support V4 App Fragment, aber das geht scheinbar auch ohne. Ja, wir können dann einfach mal hier weitermachen und diese Methode importieren, überschreiben, nicht importieren. Alt einfügen drücken und Override Method. So, und jetzt suchen wir hier nach der onCreateView Method. Und die finden wir, indem wir einfach onCreateV eingeben. Das steht dann hier oben, nach was wir gesucht haben. Und das ist diese onCreateView Methode hier. Wir sehen, die braucht dieses Nullable und die braucht noch ein paar andere Sachen, die es hier automatisch importiert hat. Sehr nett von dir. Dankeschön, Android. So. Ja, die liefert uns eine View zurück. Das heißt, dass eine View ist ja bekanntlich alles, was wir hier reinstopfen können. Und deswegen müssen wir diese View kreieren. Gut. Das hier brauchen wir natürlich nicht. Wir wollen das ja selber schreiben. So, und das Einzige, was wir hier machen, ist Folgendes. Und zwar brauchen wir hier unseren Layout Inflator, den wir hier oben haben, auch hier importiert haben. Der wird mitgeliefert. Ja, deswegen ziemlich gut. Einfach, wir wollen eine View kreieren, denn die wollen wir ja zurückgeben, wie es hier steht. View V und wir sagen Inflator.inflate. Und ich mache hier gleich mal die Klammer zu und ein Semikolon dahinter, denn hier kommt ein ganz schön viel Zeug rein. So, wir sagen hier, was für ein Layout wir gerne rein hätten. In diese, also was unser Fragment quasi für ein Layout hat. Das haben wir hier in XML schon kreiert. Mehr ist das nicht. Das heißt, wir sagen hier R.layout. Ja, und hier haben wir dann Fragment. So, das ist ein Layout. Als nächstes brauchen wir den Container bzw. die View Group. Da geben wir dann einfach den Container an, den wir da oben mitgeliefert bekommen haben. Und zu guter Letzt brauchen wir einfach nur ein False. Mehr brauchen wir gar nicht mehr. So, und jetzt sagen wir einfach, wir geben V zurück. Und schon ist unser Fragment fertig. Jetzt wird dieses ganze Ding hier als ein Fragment in dieser Java-Datei gespeichert. Gut, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in unserer Main Activity irgendwie reinbekommen. Und das machen wir ganz easy, indem wir einfach hier unten, also auf unsere Activity Main, beziehungsweise auf auf die XML, also auf die Style XML von der Activity gehen, die wir verändern wollen. Und dann scrollen wir hier ganz nach unten und sehen hier ein Fragment. So, und wenn wir draufklicken, ein einziges Mal draufklicken reicht, dann haben wir hier eine Auswahl an Fragments. Und ihr seht, ganz oben ist unser Fragment, das wir gerade eben kreiert haben. Das heißt Fragment-Button, das ist die Java-Datei. Nicht erschrecken, wenn es nicht so heißt wie eure XML-Datei. Es nennt sich so wie die Java-Datei. Okay. So, jetzt machen wir hier einfach OK. Und haben hier so ein hübsches, kleines, ziehbares Fensterchen, ja, das wir anpassen können. Wir können das hier einfach mal nach ganz unten packen. So, und jetzt kommt dieser komische Fehler hier. Ich habe keine Ahnung, warum der auftritt. Eigentlich könnte das direkt gelöst werden. Einfach hier unten auf Use Add Layout Fragment und schon funktioniert alles. So, und jetzt haben wir hier Wrap Content. Das bedeutet, unser Layout passt sich dem Inhalt an. Das heißt, es wird auf den Button zugeschnitten. Und natürlich können wir das hier alles ändern. Wir können es auch zuschneiden und so weiter und so fort, wie wir das bisher alles schon kennen. Super. Wenn ich jetzt hier in diese XML-Datei einfach irgendwas Neues reinziehe, zum Beispiel ein Large Text, der direkt unter dem Button steht, und ich wieder hier drauf wechsle, dann sehen wir, es ändert sich alles mit. Und dieser Large Text wird automatisch eingefügt. So funktionieren Fragments. Wir können natürlich noch mehrere Fragments einfügen. Also wir können dasselbe Fragment mehrmals einfügen und wir können neue Fragments erstellen und dann noch einfügen. Aber ich denke, ihr habt verstanden, um was es geht und dass es eigentlich nicht so schwer ist. Hier in dieser View-Methode kann man natürlich dann auch noch diesen Button ansprechen, indem wir einfach uns diesen Button hier raussuchen, hier benutzen. Also wie wir das auch schon mit Find View by ID kennen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Und dem dann einen Listener geben oder sowas, je nachdem, was ihr machen wollt. Okay, also wir haben alle Möglichkeiten, die wir mit einer Activity haben, nur denkt daran, ein Fragment kann nicht alleine sein. Also ein Fragment ist keine Activity, das heißt, da funktioniert gar nichts. Ihr müsst dieses Fragment irgendwo hier draufziehen.
Also in eine Activity rein, ob es jetzt dies oder eine andere, sonst wird es nicht benutzt. Alles klar, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.